Ich habe eine gute Möglichkeit gesucht, Faxe digital zu versenden. Das Problem, das ich habe, ist, ich habe alle meine Dokumente, Rechnungen und so weiter digital gescannt vorliegen oder auch teilweise nicht mal gescannt, sondern halt nur als PDF von Amazon als Rechnung bekommen. Und wenn dann das Finanzamt diese Rechnungen haben möchte, dann schicke ich die gerne per Fax. Da habe ich dann auch einen Nachweis, dass ich die gesendet habe. Das Problem ist einfach nur, dass der Standardweg wäre, dass ich die jetzt alle ausdrucke und die dann in meinen Drucker reinschmeiße, der ein integriertes Fax hat, also in mein Multifunktionsgerät, und dann abschicke. Und dann könnte ich diese gescannten Blätter oder diese ausgedruckten Blätter könnte ich dann einfach wieder wegschmeißen. Diesen Weg wollte ich mir jetzt sparen, habe nach einer Lösung gesucht. Die Lösung 1, was bei mir jetzt auf der Hand liegt, ist die Fritzbox. Die hat auch ein integriertes Fax. Das Problem ist aber, dass Fritz Fax eingestellt wurde von AVM und sich das nur unter großen Schmerzen unter Windows 10 zum Laufen bringen lässt. Man kann zwar die Fritzbox zum Faxen benutzen, aber da kann man immer nur einzelne Seiten verschicken und nur Bilddateien und keine PDF-Dateien. Also habe ich nach einer anderen Lösung gesucht und bin dann hier auf dieses T38 Printer gestoßen. Das wird auch von VoIP2GSM empfohlen. Das ist auch ein Dienst, den ich schon in ein paar meiner Videos mal erwähnt hatte. Gehe jetzt hier also mal auf Downloads und hier gibt es eine Exe, die ich installieren kann. Die kann ich speichern, die hat nur 3,5 Megabyte. Und dann habe ich die hier bei Downloads. Mit einem Doppelklick führe ich die jetzt aus, bestätige nochmal die Ausführung hier und das bestätige ich auch nochmal mit Ja. Hier klicke ich mich jetzt wie gewohnt durch den Wizard. Den Pfad müssen wir uns mal merken. Den kann ich auch gleich hier kopieren in die Zwischenablage und gehe nochmal auf Next und nochmal Next. Hier öffnet sich dann direkt die Konfiguration. Die sieht ein bisschen altbacken aus. Das sollten wir uns jetzt aber nicht abhalten lassen. Und als erstes gehe ich jetzt nochmal in den Explorer und ignoriere mal hier kurz die Konfiguration. Den Pfad haben wir hier kopiert vorhin und da gehe ich jetzt einfach mal rein. Und hier gibt es eine Datei g711.bat. Da mache ich mal einen Rechtsklick drauf und führe die als Administrator aus. Das kann ich jetzt hier mit der Leertaste überspringen, gebe hier Yes ein, nochmal Enter. Und das war's jetzt schon. Jetzt wurde hier diese fccclassiclib.o hingelegt. Die brauchen wir für den Faxversand über G711. Das brauche ich jetzt nicht im Detail interessieren, was das ist. Ihr solltet es einfach jetzt nur mal schon mal vorbereiten. Das erhöht die Kompatibilität. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Telefonanbieter, der das erlaubt mit dem Verschicken. Dazu klicke ich hier auf SIP-Accounts und hier oben auf das Plus. Ihr könnt jetzt hier einen aus der Liste auswählen. In meinem Fall ist es Kabel Deutschland, der ist jetzt hier nicht in der Liste drin, also Vodafone mittlerweile. Deshalb wähle ich hier einfach andere Gegenstelle. Das Einzige, was ihr jetzt braucht, ist die URL von eurem SIP-Anbieter. Bei mir lautet die einfach sip-kabelfon-vodafone.de. Jetzt wird es ein bisschen tricky, je nach Anbieter, wo ihr habt. Ich kann es jetzt halt nur für Vodafone beschreiben. Es gibt nämlich einen Benutzernamen und Authentifizierungsnamen. Bei mir ist jetzt der Benutzername meine Telefonnummer, von der ich aus faxen möchte. Ich habe die jetzt hier einfach mal reinkopiert und werde die für euch ein bisschen verpixeln. Der Authentifizierungsname ist bei Vodafone die Kundennummer. Auch die verpixel ich euch natürlich. Das Kennwort bekommt man, wenn man seine Fritzbox registriert hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Kunden ist, die noch das Standard Vodafone Kabel Deutschland Modem benutzen, aber da gibt es bestimmt eine Möglichkeit, über den Support an diese Daten ranzukommen. Auch das kopiere ich jetzt rein, das könnt ihr ja nicht sehen. Im Grunde bin ich jetzt fertig. Hier unten steht jetzt fehlgeschlagen, da soll ich mich jetzt aber nicht stören dran. Ich klicke hier oben einfach auf Speichern. Und jetzt habe ich hier den Eintrag drin und jetzt sehe ich hier auch erfolgreich. Ich mache das Ganze jetzt zu, wir sind jetzt im Grunde schon fertig. Ich habe jetzt hier leider erstmal nur die Demo-Version. Das heißt, ich kriege immer noch so einen Button aufgedruckt auf dem Fax. Das werden wir aber gleich sehen. So, hier kann ich jetzt Close machen. Und jetzt suche ich mir mal was raus, was ich als Fax verschicken will. Ich kann jetzt aus jedem erdenklichen Dokument raus, was die Druckenfunktion unterstützt, Faxe versenden. Dazu markiere ich jetzt hier mal so ein bisschen was, drücke Steuerung P auf der Tastatur. Hier oben ist dann schon der T38-Drucker ausgewählt. Wenn ich hier Selection auswähle, wird nur die Markierung eben verarbeitet. Jetzt werde ich hier gefragt, wohin das Fax gehen soll, das ich gerade auf den Weg schicken will und welchen Account ich dafür nutzen will. Ja, gut, das ist klar, den möchte ich nutzen. Und jetzt muss ich nur noch eine Empfängernummer hier eingeben und dann nehme ich einfach meine zweite Nummer, die ich von Vodafone habe, die ist nämlich auf Faxempfang eingestellt. Auch das natürlich für euch jetzt verpixelt. Und ich klicke jetzt einfach mal auf Senden.
Und hier unten werdet ihr dann wahrscheinlich sehen, dass T38 abgelehnt wird, Anforderung abgewiesen und es wird über G711 gefaxt. Deshalb habe ich vorhin diese Verrenkung mit dieser BAT-Datei gemacht. Wie man sieht, hat das jetzt einige Zeit gedauert, diese Seite zu übertragen, aber das war dann am Ende erfolgreich, das sehe ich hier am Status OK. Interessant kann auch die Dauer sein, ich habe jetzt eine Flatrate für Festnetznummern bei meinem Vodafone-Vertrag, hat man das nicht und zahlt minütlich, dann ist diese Dauer hier interessant. Das sind aber in der Regel immer nur ein paar Cent. Ich mache jetzt hier einen Rechtsklick drauf und kann hier auf Sendebericht drucken gehen. Den könnte ich natürlich jetzt auch nochmal faxen, aber hier wähle ich dann mal Print to PDF und würde jetzt halt als PDF den Sendebericht haben. Das ignorieren die Meldungen, die bekomme ich auch immer. Ich bin jetzt hier einfach auf dem Desktop und kann jetzt hier den Sendebericht speichern. Die Faxe, die ich empfange, die bekomme ich als PDF an meine Mail, also das auch. Völlig papierlos sozusagen. Und was man halt hier sieht, ist, dass hier noch aufgedruckt wird, dass ich eine Demo-Lizenz habe. Und hier nochmal der Link zur Seite. Und hier unten ist auch nochmal so ein großer Patch drauf mit Demo-Version. Damit die Frage gleich beantwortet ist, eine Lizenz für T38-Printer kostet 24,95 €.